Hallo, mein Name ist Eras, bin 24 Jahre alt, komme aus Tschetschenien, wohne in Berlin, trainiere in Berlin im Spitfire Gym. Mein Style ist MMA. Ich kämpfe heute gegen Nico, der ist Ref hier beim Defend FC. Ich habe mir seine Kämpfe angeschaut, der ist mehr Bodenkämpfer, so BJJ mehr so. Mein Plan ist, den Kampf in den Stand zu führen. Was geht ab, Leute? Ich bin wieder zurück. Ja, endlich wieder bei Defend FC. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Heute zu meinem Gegner. Ich weiß, dass er auch ein Full-MMA-Fighter ist. Das wird endlich mal ein schöner Prüfstand für mich, um euch eine schöne Show zu liefern. Ja, ich hoffe, ihr freut euch. Ich tue es. Let's go! Herzlich willkommen, Defend Army. Karoba wäre wieder am Start für euch. Am Sonntag um 18 Uhr. Was geht ab, Leute? Heute kämpft Nico wieder, wie er schon gesagt hat. I'm back, hat er gerade gesagt gehabt. Ich bin richtig gespannt. Eras hat schon 4 MMA-Amateurkämpfe bestritten. Bringt also genug Erfahrung hiermit auf den Rasen. Nico, gut, ist kein unbekanntes Gesicht in der deutschen MMA-Szene. Wir wissen ganz genau, wer er ist. Vor allem hier als unser Main-Ref bei Defend FC. Ich bin richtig gespannt auf den Kampf. Ich weiß nicht, ob Eras da einen Fehler macht. Er hat gesagt gehabt, dass er Nico mehr als Bodenkämpfer sieht und der Meinung ist, dass er das Ding lieber im Stand halten sollte. Auf jeden Fall liegen die Stärken von Nico am Boden. Das ist nicht zu bestreiten. Allerdings ist es nicht so, dass er im Stand nicht weiß, was er da macht. Darum weiß ich nicht, ob er ihn nicht ein bisschen unterschätzt hat. Hier wieder ein bisschen Zucker am Fließen auf dem Rasen. Richtig, richtig sympathischer Ref mit seiner erotischen Brille da am Start. Ganz kurz nur nochmal. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ihr wisst ja, hier bei uns bei Defend FC achten wir auch darauf, dass jeder, der den Kampf meidet, etwas mehr zurückgeht, dass er einen Punkt abgezogen bekommt. Hier nochmal die Hauptregeln, die Main Rules, worauf die Kämpfer achten sollen. Und ich bin echt gespannt auf diesen Kampf, ne? Let's go! Ja, woran man direkt erkennt, dass es ein Kampf auf wesentlich höherem Niveau ist, Leute. Die gehen nicht aufeinander los wie so Berserker. Die prüfen erstmal, die checken erstmal ab, was der andere kann, wie der andere reagiert auf bestimmte Bewegungen. Wesentlich, wesentlich professionellerer Kampf, als das wir manchmal von anderen Kämpfern sehen. Aber das ist normal. Wow, was war das denn gerade? Richtig schöner Spinning Back Kick. Ah, das muss Nico öfter bringen. Also der Lowkick hat gut gesessen. Wie wir sehen können, bewegt sich der Eras viel. Wie macht man einen Kämpfer, der sich viel bewegt, der spritzig ist, ein bisschen langsamer? Man bearbeitet das vordere Bein mit ein paar Lowkicks, Inside-Lowkicks, Calf-Kicks vielleicht, um sein Bein ein bisschen tauber zu machen, um ihm ein bisschen Kraft rauszunehmen aus dem Bein, damit er nicht mehr so spritzig ist. Diese Calf-Kicks muss Nico aufpassen, nicht, dass er zu viele ist, ne? Wir haben gesehen, was mit Conor McGregor passiert ist. Jetzt Eras richtig gute Reflexe, hat das Bein gegriffen und direkt mit einem Kick nach unten so einen Fußfeger beziehungsweise gemacht. Schön gemacht. Aber er ist Nico nicht zu Boden gefolgt, ne? Er hätte folgen können, Top-Kontrolle holen können. Wie er schon gesagt hat, hat er ziemlich viel Respekt vor dem Bodenkampf von Nico. Aber.
Ja, Nico sagt ja, ne, hat mir nichts getan. Wow, was hat der für Hammerkicks? Also hat Nico jetzt schon wieder das Gleichgewicht genommen. Da muss echt richtig Bums hinterstecken, ne? Auch hier ein Takedown-Versuch von Ias, aber auch hier von Nico blockiert. 30 Sekunden. 30 Sekunden, ja, Ias. Da muss Nico die Takedowns ein bisschen besser vorbereiten. Vorhin auch, er macht einen einzelnen Angriff und versucht dann nur zum Takedown rüber zu gehen. Das verdeckt den Takedown nicht so sehr. Man muss den Gegner mindestens einmal hart wenigstens in die Deckung treffen, damit man sich ein bisschen Zeit holt, um einen Level-Change zu machen, um den Takedown dann letztendlich zu holen. Iras hat meines Erachtens nach hier die eindeutigeren Treffer gelandet, war aktiver. Die erste Runde würde ich an Iras geben. Ah, die Kicks hat er wirklich schön gemacht, ne? Den Low-Kick, wo er Nico zu Boden gebracht hat, hat man gerade gesehen, hat er mehr wie so einen Fußfeger gemacht. Alles gut soweit? Ja, ja, alles gut. So, zweite Runde geht los. My brother, are you ready? Okay, let's go. My brother, are you ready? Yeah. Let's go. Dabei. Was für eine Konversation. Nice. Ah, Nico jetzt wesentlich aktiver. Genau das hätte ich gerne von ihm in der ersten Runde gesehen. Er hat gesehen, dass Iras keine Takedowns machen wird. Er will den Kampf eher im Stand halten. Und da müsste er nicht die Sicherheit haben, dass er weiß, hey, er macht keinen Takedown, dass er stärker nach vorne schiebt. Vor allem ein Kämpfer, der ein bisschen größer ist als er. Ja, gut. Jawohl, sehr schön. Mit der rechten. Da immer Nazar. Nope. Yep. 2-1. Zählen Sie auf die Punkte. 1-1. Nicht so viel reden. Ja, der strenge Ref hat das nicht gern, ne, hier. Nicht so viel reden, hat er direkt reingerufen. Ja, gefällt mir jetzt wesentlich mehr, was Nico macht. Er ist wesentlich aktiver, schiebt wesentlich mehr nach vorne, als er das in der ersten Runde getan hat. Schlägt aggressiver, pusht den Kampf ein bisschen mehr. Nico, komm! Nach vorne, wie gesagt. Oh, klassisch gemacht. Ein Roundhouse-Kick, der gefailt und direkt weiter den Schwung genutzt, um Spinning Back-Kick zu machen. Richtiger Klassiker, den Iras rausgehauen hat, aber schön gekickt auch. Ja, jetzt seht ihr, was passiert. Iras trifft und Nico macht es nicht wie in der ersten Runde, dass er die Schläge einfach in die Deckung nimmt. Er antwortet direkt. Und das hätte ich ihn gesehen. Ich wollte sagen, das hätte ich lieber in der ersten Runde auch noch von ihm gesehen. Aber Iras hat hier jetzt eine Verwarnung gekriegt vom Ref, weil er zu sehr nach hinten geht und den Kampf ein bisschen meidet. Oh, Single-Leg-Angriff von Nico. Ei, Iras mit einem schönen, was war das, Uchimata-ähnlichen Wurf. Hey! Oh. Stopp, kurz Pause. Time. Das war ein illegaler Treffer. Der ist auf drei Punkte. War auf Boden, auf Knie. Tut mir leid. In deine Ecke. Alles gut. Nico hat den Abkick verpasst. Sah wahrscheinlich aus Nikos Perspektive so aus, als ob Iras schon aufstehen möchte und nicht mal drei Punkte auf dem Boden hat. Und hat ihn hier zum Gesicht getreten. Jetzt hat Iras genug Zeit bekommen, um sich auszuruhen. Und sah so aus, als ob du fast aufstehen würdest, warst aber noch vier Punkte. Denk nochmal, ich dachte, der erste Vermahnung. Warte, warte, sorry. Komm, jetzt 25. Ja, Nico hat jetzt auch eine Vermahnung gekriegt. Tu auf der Küche, damit die dritte Runde.
Hier scheint da ein bisschen sauer geworden zu sein. Er hat hier eine richtig harte Kombination einmal rausgehauen. Oh! Wheelkick hat auch direkt rausgehauen. Die sind immer sehr, sehr gefährlich. Ne? Die sieht man zwar kommen, aber wenn die treffen, aller Edson Barbosa, dann können die Lichter ganz schnell ausgehen. Boah, wen hätte man diese Runde jetzt gegeben? Uff. Also es war recht ausgeglichen, bis Iras den Takedown geholt hat. Bis dahin hat Nico eigentlich gut nach vorne gepusht, hat den Pace angegeben. Boah, schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Also, diese zweite Runde war wirklich schwer zu werten. Halt. Nico hat den Pace angegeben. Iras nichtsdestotrotz auch harte Treffer gelandet, aber das hätte... Eventuell dieser Takedown von Iras hat die Runde eventuell... Ja, hat er sich die Runde wahrscheinlich gesichert damit. Bin ich mir nicht sicher. Sehr, sehr schwer, diese zweite Runde zu werten. Erste hätte ich Iras gegeben, zweite kann man sogar, weiß ich nicht. Gut, dass ich da kein Punktrichter bin. Die dritte Runde geht jetzt auf jeden Fall los. Es kommt auf jeden Fall auf diese dritte Runde an. Wer hier die Akzente setzt... Wenn die zweite, was ich, unentschieden wäre, was nicht möglich ist, ich weiß. Aber wenn, dann entscheidet sich das hier in der dritten. Aber interessant, Iras hat hier jetzt einen Takedown versucht. Nico hätte viel mehr mit diesen Low-Kicks arbeiten sollen, auch in der ersten Runde. Mit mehr Schritt nach vorne. Schau mal, Iras lässt die linke immer wieder fallen. Ne? Da wäre gut Platz, wenn er nach vorne kommt für eine Overhand Right oder für einen rechten Haken. Ja, jetzt hat Iras die zweite Vermahnung auch gekriegt, weil er öfter zurückgeht und den Kampf meidet. Oh, gesprungenes Knie, aber nicht getroffen, glaube ich. Bisschen verfehlt. Ja, ist das ein Zeichen von Müdigkeit? Also Iras lässt seine Hände jetzt ziemlich weit unten. Ja, genau, das muss Nico machen. Rein einfach. Auf den Mundschutz beißen und reingehen. Das muss man ausnutzen, wenn der Gegner seine Hände so weit unten lässt. One minute left. Eine Minute, jetzt komm. Alles andere ist jetzt egal. Jetzt muss rein. Ohne Pause rein. Pressure. Vergiss das, schlag mit Fäusten. Schöner Schlagabtausch. Ja, jetzt, beim Boxen sieht man immer wieder, dass Iras am Ende der Kombination meistens immer den Treffer landet. Komm, Nico. Schlagen, müssen mehr schlagen. Beide Gegner zu viel Respekt, ne? Die wollen zwar ein bisschen was machen, aber keiner will jetzt irgendwie riskieren, irgendwie in den Lucky Punch reinzulaufen, man sieht es. Ja, jetzt macht aber Iras auf jeden Fall mehr Druck. Schöner Kampf, wirklich schöner Kampf. Ich hätte die dritte Runde Iras gegeben. Weil er hat einfach in der letzten Minute stärkere Akzente gesetzt. Nico am Anfang der Runde ziemlich gut, hat schöne Low-Kicks verpasst. Immer wieder das Bein bearbeitet von Iras. Und da die härteren Treffer, die waren einfach bei Iras immer. Ne?
Wobei jetzt beim Replay sah das gar nicht so aus. Sieger nach Punkten. Yes. Danke Jungs, dass ihr da wart. Wie fühlst du dich? Wie hast du den Kampf gesehen? Erzähl mal. Ja, in erster Linie, ja, es war ein richtig geiles Gefühl, auch mal wieder zu kämpfen. Ich habe euch ja letztes Mal erzählt, dass ich aus einer Verletzung, aus einer operativen Verletzung kam. Jetzt ist es definitiv ein bisschen besser gewesen. Ich habe mich relativ fit gefühlt. Das einerseits ein bisschen kurzfristig war dieser Kampf wieder mal, aber ich wollte einfach mal ein bisschen wieder Wettkampfluft riechen. Ich brauche das einfach, um einfach mal wieder mich im Training so ein bisschen selber zu motivieren. Im Großen und Ganzen zum Kampfverlauf. Ich wollte einfach an meinen Fehlern arbeiten. Das letzte Mal war das Striking nicht so ganz gut. Heute habe ich im Endeffekt so ein bisschen den Standkampf gesucht. Es ist mir scheißegal, ob das jetzt nicht meine Disziplin ist oder nicht. Dafür trainiere ich sehr. Hier kann ich herausfinden, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Und ich sage mal so, es hat sich gelohnt. Ich denke, ich habe vieles umgesetzt, was wir im Training mit Arthur gemacht haben. Und im Großen und Ganzen Props an meinem Gegner. Auch ich freue mich, dass er gewonnen hat. Wie gesagt, er ist weit hergereist. Und gewinnen, verlieren, so ist es mal. Es gibt halt im Sport einen Gewinner, einen Verlierer. Und ich sehe es immer so, win or learn. Ne? Das ist im Endeffekt das, worauf ich mich meistens hochziehe. Gewinnen oder verlieren, das ist für mich gar nicht die Sache. Ich gewinne immer an den Erfahrungen, die ich halt sammle. Und im Großen und Ganzen danke an meinen Gegner. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Alles klar. War ein sehr, sehr schöner Kampf, Nico. Und wir freuen uns, wenn wir dich nochmal wiedersehen. Ja? Hoffentlich, hoffentlich. Auf jeden Fall danke an alle meine Jungs, die mich supporten. An mein Team, an meine Freunde, meinen Personal Trainer, Coach Alexei. Ich bin jetzt gerade mittendrin in der Selbstständigkeit. Das hat mich auch ein bisschen zeitintensiv wegen der Vorbereitung so. Aber ich denke, wenn das sich gelegt hat, werde ich wieder mehr trainieren und komme ich viel, viel, viel stärker zurück. Sehr schön. Wir freuen uns, Nico. Danke. War ein Megakampf, Iras. Wie fühlst du dich? Erstmal Gratulation, du hast gewonnen. Erzähl mal, wie war der Kampf für dich? Ja, ich fühle mich sehr gut. Also habe ein bisschen Fuß verletzt, aber sonst alles gut. Ich komme ja auch nach halbes Jahr Pause zurück. So habe jetzt eine Woche trainiert. War kurzfristiger Einsprung, aber habe mich gut gefühlt. Bin froh, so 3 Runden durchzukämpfen. Ja, war auf jeden Fall ein super Kampf. Wie kannst du den Gegner? Ja, ich kenne ihn schon. Ich war auch bei seinem Kampf beim GMC live dabei. Also ich weiß schon, dass er im Profibereich kämpft. So, ja. War ein guter Gegner, also auch sehr respektvoller Gegner. Ja. Alles klar. Gratulation nochmal von mir. Wir freuen uns. Hoffentlich kommst du nochmal wieder. Ja. Ich wollte mich bei meinem Gegner bedanken, bei meinem Team Spitfire Gym Berlin und bei meinem Sponsor Boya. Ja. Das war auch danke an alle Zuschauer, danke an euch, danke an Defender FC. Ja. Gratulation. Hop hop hop.